Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Die Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod in dem Story-Modus. Und ich würde sagen, wir hören uns als nächstes die Story von Elrond an, nachdem wir uns die Story von Bilbo angehört haben über die Sachgeschichte, über die Geschichte aus dem einsamen Berg. Nicht aus dem einsamen Berg. Stand doch Elrond da, oder? Funktioniert. Wir haben hier vor allem kein Overlay, das macht es schwer. Aber ich glaube, wir müssen eh mit ihm hier auch reden. Wenn wir schon nicht mit Elrond reden, dann reden wir halt mit Boromir in dieser Folge. Boromir, mein Freund, wie geht es dir? Boromir, hallo! Will nicht mit mir reden. Dann reden wir doch mit Samwise Gamgee. Vielleicht ist der happy genug. Aber es stand doch da, dass wir mit den beiden reden sollen. Ich bin gerade irgendwie übelst verwirrt. Oder wir reden mal mit Streicher. Vielleicht war es auch der. Streicher, rede mit uns. Keiner hat irgendwie Bock, mit uns gerade zu quasseln. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich jetzt aussehen das Spiel kaputt gemacht? Also irgendwie fehlt mir ein Overlay. Oh ja, warte mal. So, Freunde. Jetzt bin ich wieder da und habe auch das Overlay wieder. Es lag daran, dass ich dumm bin. Und rein theoretisch sollte jetzt irgendwie an Hobbitingen. Ja, jetzt ist auch wieder alles da. Wenn ich in meine Aufnahmetaste ist F9 und F9 ist in diesem Spiel Overlay ausschalten. Nicht die beste Sache. Fand ich schon komisch, dass wir nicht sowas machen können. Ah, hier steht's doch. Speak to all of the heroes in the Hall of Fire. Speak to Boromir, speak to Elrond. Also sprechen wir doch diesmal zu Elrond. Ich war einfach zu ungeduldig, dann wäre es wahrscheinlich eh automatisch gestartet. Ja. Not only does it draw the servants of the enemy, it has a history of betraying its former bearers. Jetzt geht die Story von Elrond los. Na, endlich. Geht doch. Oha. Ganz Mittelerde hofft auf uns. Macht euch bereit. Das ist meine Einheit. Oh Gott, das heißt schon wieder, dass ich arbeiten muss. Oder ist es jetzt die Story des Rings, nur am Ende, wie er verloren gegangen ist? Come on, we should regroup and cover of the cover of the forest. Ich bin euer König. Wir müssen uns beeilen. Haben wir mal alle auf. Wow, Orks are approaching. Bleibt wachsam. Los, Soldat, Bewegung. Soldaten Gondors. Ich habe 1 zu 1 vergessen. Gib mir eine Sekunde. Oh ja, die kam von hinten. Marschordnung. Heals nearby allies in the Federal Federation. So. Haltet Stand. Lasst sie fliegen. So, schauen wir mal. Hier schnell hin. Bleibt wachsam! Zieht eure Schwerter! Stirb, elende Kreatur! Das ist ungut. Und da kommen ja immer mehr. Arno muss standhalten. Vielleicht sollte ich mal eine Mission mal lesen. Stop Orks from advancing into the forest and finding Isildur. Das wird ja auch nicht ewig funktionieren, oder? Kommt mit mir! Zusammenbleiben! Fall back! Vorrücken! I must find my father, your men push up. Search Isildur in the forest before the orcs find him. Vorwärts! Ich bin euer König! Marschordnung!
Kommt mit mir! Also muss ich Punkte abgrasen oder was? Was ist das denn? Da glänzt was. Marschordnung. Gott, das sind voll viele Punkte, die ich abgrasen soll. Vorrücken. Feind Isilo. Alter, was? Jetzt habe ich auch noch Zeitstress? Marschordnung. Vorrücken. Das ist aber nicht so im Vertrag gestanden, dass ich jetzt hier auch noch Zeitstress habe, Jungs. Hier gibt es eh nicht mehr so viele, oder? Wahrscheinlich ist es eh beim letzten so direkt so. Jo, genau beim letzten findest du den am Ende noch. Vor allem, die sind ja eh überall diese dreckigen Orks. Stürzt euch auf sie! Sie nieder auf! Wir hätten direkt niemals herkommen sollen! Rennen wir schnell zu dem. Vorrücken! Fürchtet sie nicht! Ah ne, da ist er ja. Hups! Ich habe mich übersehen, sorry. Be careful, my son. Vorwärts! Jetzt ist er weg. Vorrücken! Was ist das denn? Lässt uns einfach alleine hier, oder was? So ein Arschloch. Wir sind sein Sohn, Elendur. Sein Sohn sozusagen. Okay, Isildurs Hallen. Allies near Elendur gain. Oh. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Einmal kurz hochhallen. Vorrücken. Kommt mit mir. Jetzt geht's ja höchstwahrscheinlich weiter da. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt gibt's auf die Fresse. Haltet sie auf. Haltet sie auf. Komm, gib mir die. Gib mir die. Ja. Und wieder heilen. Alter, da kommen noch mehr. Schnell, Leute. Wie viele Orks kommen denn da? Das ist ja rein theoretisch nur Orkgeschnetzel, wenn man so sieht. Orkgeschnetzel in der Orkgeschnetzel und ich verliere immer mehr Einheiten, weil die in tonnenweise nachkommen. Also ich von oben auch noch. Oh. Jetzt kreisen sie uns ein hier. Ist aber nicht der Plan hier, dass sie uns einkreisen. Das steht nicht in unserem Vertrag hier. Zieht doch nochmal ein bisschen zurück, bitte. Kommt mit mir! Ja, das. They are flanking our positions. Move up before they are surrounding. Ich bin euer König. Also muss ich. Wir müssen die Schlacht zu ihnen. Jetzt muss ich ihn wieder suchen. Jetzt ist jetzt wieder die Isildur-Suche. Ey, das ist uncool. Marschordnung. Also das ist jetzt echt eine uncoole Sache. Kommt mit mir. Kein Bock. Marschordnung. Verschont niemanden. Vorrücken. Ihr könnt mich. Los. Vorrücken. Ich hab zu wenig Zeit für euch. Alter, das ist vollkommen unnötig. Es ist so ein unnötiger Scheiß. Vielleicht sollte ich die doch bekämpfen, bevor es jetzt hier abgeht.
Einmal schön draufhauen. Die sterben eh relativ flott. Vorwärts. Vorrücken. Oh ja. Habt ihr mich gesehen, zufällig? Für die sieben Sterne. Hello, we are grave danger. What shall we do? You must hold out. Move ahead. The woods are quieter in the north. Im Ernst? Der verschwindet wieder, der Arsch, und dann lässt er mich hier wieder stehen. Das ist so ein Kameradenschwein. Vorrücken. Eieieiei. So, jetzt ist wieder das. Arnor muss standhalten. Die, foul creatures. Kommt mit mir. Vorrücken. So, jetzt. Macht Feuer frei. Vielleicht funktioniert das. Ich habe da so eine Idee. Man nennt die Pfeilhagel. Ich weiß nicht, wie gut das in diesem Spiel funktioniert, ein Pfeilhagel. Aber er scheint ordentlich reinzuhauen. Ich fange schon wieder an zu surrounden. Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Marschordnung. Vorrücken. Rücken bereit, Waffen zusammen, Männer. Schießt. So, einmal schnell halten. Sammeln. Leute, da vorne haben wir Probleme. Fürchtet sie nicht. Haltet sie auf. Funktioniert gut, so mit der Mauer drin. Alle Mann in Position. Pfeilhagel. Wenn man draußen schön Pfeilhagel, dann funktioniert das schon. Alter, da kommen viele Divisionen. Wollt ihr mich verarschen? Und ihr könnt auch mal nach da vorne an die Front. Oh, holy nope. Langsam müsste das doch mal reichen. Arnor muss standhalten. Kommt mit mir. Positionen halten. Zurück zu ihnen. Haltet die Augen offen. Zurück zu ihnen. Arnor muss standhalten. Für die sieben Sterne! Wir müssen die Schlacht zu ihnen tragen. Vorrücken. Stop boxing for advancing into the forest. Find Isildur. We're close to being. I shall find my father. Oh, jetzt geht der schon wieder los. Marschordnung. Ich probiere es am Anfang direkt mal wieder oben. Ach Gott, das ist. Vorrücken! Das ist eine Ekeljagd. Für Arnor! Aber wenigstens sind es nicht diese langhaltenden Orks. Sonst wäre die Suche ja ewig lang. Kann der jetzt bitte diesmal da oben sein? Da ist er. Der Ponos ist ja nur, I can't hide any longer. Father, the Orks are everywhere. We must flee into the river. The Elves of Greenwood will surely come to our aid. Okay, jetzt muss ich zum Fluss oder wie? Da muss ich hin. Vorwärts! Zerschmettert sie! Macht keine Gefangenen! Edge Badge, ich bin schneller hier. Heilen. Defend Isildur. Wo ist denn Isildur? Ganz Mittelerde hofft auf uns.
Oh Gott, wie lange muss ich den denn jetzt verteidigen? Das ist jetzt eher die Frage. Mit so haltet die, das Böse von jemandem fern, hatte ich es bis jetzt noch nicht so wirklich. Oh shit, die kommt von der Seite. Die kommt von der Seite. Nein, ich sehe nur. Wo schauen das Isildur? Das kann nicht funktionieren, Leute. Da kommen vor allem noch mehr. Also ich vermute mal, dass wir zum Verlieren angeregt werden hier. Weil wir können nicht mehr machen. Schauen, wie lange er durchhält da drin. Es funktioniert nicht so. Father, you must flee. You cannot win. You not left it. The ring is a of the house of Elendil. Ich kann nicht so schnell Englisch lesen. Vor allem, wenn ich so halb müde bin, geht das einfach nicht mehr. Wer ist das jetzt wieder? Das ist aber hoffentlich das Ziel gewesen. Hoffe ich, vermute ich, denke ich. Also sonst ergibt es keinen Sinn. Jo. Bunk, 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 tot. Also es war echt geplant, dass man verliert. Gut zu wissen. Ich hätte echt gedacht, dass das nicht sein sollte. Or leave the Hall of the Fire early. Remaining Stories. Aber ich würde sagen, wir hören uns diese Woche noch die Story von Boromir an. Bedeutet, wir könnten jetzt zwar verlassen, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen und ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!